Mallorca 95.8, das Inselradio. Immer die Insel im Ohr. Von November bis Januar ist es wirklich noch überraschend warm hier auf der Insel. Also es kann auch mal bis zu 20 Grad geben tatsächlich. Die kältesten und nassesten Monate sind leider der März und der Februar. Da kann es tagsüber auch mal nur bis zu 12 Grad geben. Es regnet öfters und nachts, da kann es auch mal so 1 bis 2 Grad nur noch geben. Ja, also es schneit jedes Jahr auf der Insel. Und zwar immer im Gebirge, in der Tramuntana, mal höher, mal tiefer. Dass es mal am Strand schneit, ist eher selten. Das passiert aber auch so alle 6, 7 Jahre dann mal im Februar. Da kommt dann schon einiges an Schnee auf dem Flachland runter. Und die Schneefallgrenze liegt meistens so bei 600 Metern. Also 2017 war es so, da war es relativ viel weiß. Und es kann dann auch mal bis zu 2 Meter Schnee geben, zum Beispiel rund ums Kloster Juck. Juli und August geben sich von der Hitze nicht so viel. Es ist sehr heiß auf der Insel. Tatsächlich war aber 2017 der Juli, der heißeste Juli seit 34 Jahren. Nämlich 10 von 31 Tagen waren in diesem Juli über 35 Grad warm. Und das ist schon heiß. Das ist heiß.